Morgen, das war meine letzte Nacht aus Neuseeland. Jetzt frühstücke ich noch ein letztes Mal in meinem Auto und gebe es dann ab. Fuck, das geht nicht, das ist zu kalt. Fuck. Oh, nee. Ich wollte gerade abwaschen, aber es ist so arschkalt. Nee. Meine Finger sind eingefroren, innerhalb von 2 Sekunden. Ey. Ich fahre jetzt erstmal nach Queenstown rein, dann kann ich mein Auto wieder ein bisschen aufwärmen und dann kann ich die restlichen Sachen zusammenpacken. Hey Leute, ich bin schon in Sydney. Es tut mir leid, dass ich auf der Fahrt war es mir ein bisschen unangenehm zu filmen. Flughafen, weil einfach meine Kamera zu tief in meiner Tasche drin, um irgendwie irgendwas zu filmen. Ich bin jetzt schon in Sydney, ich war schon bei dem Opernhaus und bei der Bridge. Aber ich fange erstmal früher an. Ich bin nämlich gestern zum Flughafen gebracht worden und da habe ich mich mit Michi getroffen, mit dem waren wir am Burger, mit dem war ich noch beim Burger Fuel. Ihr könnt ja mal ein Bild davon sehen. Dann habe ich die meiste Zeit eigentlich am Flughafen gechillt in Christchurch. Bin dann hergefahren. Ich bin in Christchurch sofort auf den Flieger eingepennt. Ich habe leider das. So, nochmal. Ich bin im Flugzeug eingestiegen, war so müde, ich bin sofort eingeschlafen. Ich glaube, wir waren nicht mal auf. Also so, wir waren immer noch da. So, also. We'd like to invite passengers seated in rows 40 to 57 to please come forward for boarding. If you have a stroller, please come forward for boarding. Thank you. Danke. So, jetzt, ich bin im Flugzeug eingeschlafen. Ich habe niemals Frühstück bekommen, ich habe mega Hunger gehabt und dann hier in Sydney mit der Bahn zu diesem Opernhaus gefahren, war einfach bei McDonald's, mir was gegönnt, bin dann zum Opernhaus gegangen, hab ein paar Bilder gemacht und Videos, die könnt ihr jetzt sehen.
viel gefilmt habe hier in Bali. Ihr seht schon, ich bin gerade hier in meinem letzten Hostel. Also, seht ihr gar nicht, weil ihr es nicht wisst. Also ich bin in meinem letzten Hostel und ja, ich habe eben schon, also ich kann hier jetzt ein paar Bilder einblenden, wie es hier so ist. Und ja, ist auf jeden Fall ein netter Pool hier und die Dusche ist echt die beste. Ja, heute ist mein letzter Tag. Ich fliege nachher um Mitternacht von Bali nach Hause. Ach, glaube ich, warte, ich setze mich einfach mal hin. Ach, hier ist laut. So, ich hoffe, hier ist besser. Ich bin jetzt hier vor dem Hostel. Also, ja, heute ist mein letzter Tag hier und ich habe gerade schon ein paar Bilder gesehen von der Dusche. Ich weiß nicht, was ich schon alles erzählt habe. Jedenfalls wollte ich eigentlich jeden Tag ein Video machen, was ich so tue und mache, aber ja, ich habe einfach überhaupt nichts gefilmt. Leider. Entweder habe ich die Kamera vergessen oder die war leer. Jetzt ist sie auch noch leer. Also entweder war die Kamera leer oder die Kamera war zu Hause. Ich habe die vergessen. Ja, was habe ich gemacht? Monkey Forest habt ihr gesehen. Bin ich ziemlich viel gechillt und ja, anfangs fand ich jetzt nicht so cool hier, aber dann, als ich nach Ubud gefahren bin, war es echt richtig cool. Und hier ist es auch richtig schön. Also ich bin mir sicher, dass ich nochmal hier zurückkommen werde. Und ja, in drei bis vier Stunden geht es dann auf zum Flughafen. Und ich hoffe. Nee, ja, ich will nichts versprechen, aber ich will auf jeden Fall da mehr filmen. Also, was will man da filmen, aber ich will auf jeden Fall auch filmen, wie ich zu Hause ankomme und naja. Und, warte, ich kann euch mal was zeigen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber da sind ein paar Drachen. Natürlich, ja, die Sonne vor, aber... Ah, fuck, ja, da ist die Sonne. Und da oben sind auch noch Drachen. Ganz weit oben. Und ja. Bananenbaum. Da sind Bananen drin. Wie geil ist das denn? Überall fahren Mofas rum, die mich komisch angucken. Ja. Also dann würde ich sagen. Bis nachher. Bis jetzt. Viertel nach sieben. Ich habe mein Taxi bestellt. Es sollte so in 20 Minuten oder sowas da sein. Da vorne stehen meine Sachen. Sieht man nicht, weil es so dunkel ist. Ja. Dann bin ich in einer Stunde wahrscheinlich beim Flughafen und. So wäre, glaube ich, viel besser. So sieht man mich, glaube ich, besser. Also bei einer Stunde bin ich hoffentlich im Flughafen. Dann habe ich noch ein paar Stunden. Noch irgendetwas zu tun und ja, nehmen wir uns bestimmt am Flughafen. Angekommen. Ich hoffe, ich laufe richtig. Also ich habe geguckt, mein Gate ist C46 und hier geht es zu C1 bis 50. Aber hier ist einfach überhaupt gar keine Person, weit und breit keine Person. Ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ja. Kann auch sein, dass die alle noch im Duty Free Shop rumhängen, aber ich hab sowieso nichts zu. Ich will sowieso nichts kaufen. Ja. Ich geh erstmal lang, ich hab ja noch 4 Stunden oder so. Dann wird das auch. Alles, also viele Mercedes, das ist...